Schaut gerne bei meinem Partner Instant Gaming vorbei für günstige Spielekeys. Link dazu in der Videobeschreibung. So, dann wieder hallo und jetzt kommt zurück zu einer wunderbaren neuen Ausgabe hier in Gran Turismo 7. Wir sind zurück und ja, letztes Mal habe ich euch ja mitgeteilt, dass jetzt die Zero 5 Sticker unter anderem im Spiel enthalten sind, ihr die jetzt auch ja für Designs nutzen könnt, die wir natürlich auch speichern werden und vielleicht auch hier und da auf manchen Autos nutzen werden. Und ich hatte ganz vergessen, das kann man ja auch für Helme und Anzüge machen. Also da könnt ihr euch ja auch austoben. Das hatte ich ganz vergessen, dass Gran Turismo ja dieses geile Feature hat, dass ihr eben auch Helme und sowas designen könnt. Nebenbei sehr, sehr geil, dass sowas gibt. Und ja, einer von euch hat sich das schon übernommen und hat das, diesen geilen Anzug hier einmal mal wunderbar erstellt. Nämlich der nette, ich glaube King Julian heißt der nette Kollege. Genau, King Julian, der hat nämlich diesen wunderbaren Zero 5 Motorsport Anzug gemacht, der sehr, sehr geil aussieht, weil vor allem der Zero 5 Schriftzug vorne drauf nicht dieser Zero 5 Schriftzug ist, den ich euch gegeben habe, sondern der aus kleinen 05 besteht und auf der Rückseite auch noch diese geile 05 hat. Also Grüße gehen raus, vielen, vielen Dank für diesen geilen Rennanzug. Also ja, wenn ihr sagt, da habt ihr vielleicht auch Bock was zu rein, könnt ihr euch gerne austoben, gerne immer unter dem Tag Zero 5 alles teilen. Und dann schaue ich gerne mal durch und vielleicht wechseln wir mal von Folge zu Folge, also je nachdem, wann ich halt mal aufnehme und wann neue Sachen drin sind, mal ein bisschen unsere Kleidung, ne? Dann machen wir hier mal ein bisschen Modeschau, ne? Dann machen wir mal so wunderschön. Also deswegen vielen Dank für diesen wunderbaren Zero 5 Motorsportanzug, der in dieser heutigen Folge, ja, seinen Weg hier reingefunden hat. Ich muss sagen, ich finde es halt sehr geil, wie gut man die Community hier in dem Spiel hier einbinden kann durch den Design-Editor, der macht schon sehr viel richtig. Ja, wir gehen heute, weiter rein ins Café, wir machen ein bisschen weiter Menüs, mal ein bisschen noch mal ein bisschen lecker schmecker, mal ein bisschen reinschnabulieren. Und heute das einzige Menü, was erstmal das nächste Menü ist, ist, wir sollen einen kleinen Flügel, ne, auf einem Auto anbringen. Das werden wir heute mal machen. Ja, bevor sie die Asien-Ozeanien-Meisterschaft in Anzugriff nehmen, möchte ich, dass sie ja Auto-Tune. Gehen sie zur Autosanpassung mit GT-Auto und wählen sie ein Benutzerflügelset unter Anpassungsteil aus. Es spielt keine Rolle, welches Auto sie nehmen, aber Benutzerflügelset gibt es nicht für alle Modelle. Wenn es im Laden kein Benutzerflügelset gibt, versuchen sie es mit einem anderen Fahrzeug. Wenn sie sich bei ihrer Wahl unsicher sind, schlage ich den Nissan R32 GT-R vor, den sie zuvor gesammelt haben. Ein Benutzerflügelset verleiht ihrem Auto definitiv einen aufgemotzten Look. Niemand, Luca, sagt aufgemotzt mehr, aber Luca, es ist doch okay, du bist schon ein bisschen älter, das kann mal vorkommen. Kommen Sie hier zurück, sobald der neue Flügelsatz angebracht ist. Ich warte. Okay, wir sollen einen Benutzerflügel montieren. Ich suche da mal ein schönes Fahrzeug raus, bei dem wir das jetzt mal machen werden. Und danach steht anscheinend eine schöne Meisterschaft an. Das ist natürlich wieder nice. Und ich wurde gesagt, mich wurde abgehalten, den R34 GTR zu kaufen. Ihr meint, das würde ich bereuen, so viel Geld dafür auszugeben. Ich vertraue euch mal. Ich sage einfach mal, ihr habt recht und ich gebe jetzt mal nicht Unmengen an Kohle für einen R34 GTR aus, obwohl ich das immer noch einen sehr verhältnismäßig guten Satz finde. Es ist schon abgeschlossen automatisch. Oh, hoppla. Ja gut, wir haben es schon mal gemacht. Das ist interessant, dass das Spiel sich das merkt. Ich habe gedacht, ich müsste es jetzt trotzdem nochmal machen, aber das Spiel sagt, nö, hast du schon mal gemacht, reicht uns. Okay. Ja, mein Auto sieht brutal aus, stimmt. Außerdem können Sie damit den Abtrieb einstellen. Dankeschön. Sie können den Heckabtrieb unter Aerodynamik in den Fahrzeugeinstellungen anpassen. Versuchen Sie, den Abtrieb für technische Kurse zu erhöhen und für Geschwindigkeitsstrecken zu verringern. Es sind noch viele andere Teile im GT-Auto verfügbar. Sie können also noch herzlos anpassen, was Sie möchten. Als nächstes kommt die Asien-Ozeanien-Meisterschaft. Es wird Zeit, Ihr getuntes Baby zu testen. Okay. Oh, da. Nice, einfach mal ein 3-Sterne-Roulette-Ticket für nix tun. Auch geil. Lösen wir gleich ein. Wir gehen aber schon mal ins nächste Menü rein. Die Asien-Ozeanien-Meisterschaft steht an. Da schalten wir entweder den Red Bull Ring frei, sehr geil. Und, oh, wir schalten den Nürburgring frei. Obwohl ich nicht weiß, ob der Nürburgring und die Nordschleife immer noch getrennt sind. Das kann nämlich sehr gut sein, weil man hat sich bei Gran Turismo sonst immer auch gefragt, oh, der Nürburgring. Und dann merkst du, oh, fuck, das ist ja nur der Grand Prix-Kurs, der geil ist. Aber die Nordschleife ist dann meist nicht enthalten. Aber ich weiß nicht, wie es hier gelöst ist. Werden wir sehen. Und Dragon Trail in Kroatien. Wir gehen sich für dieses Menü zur Weltstrecke und nehmen sie an der Asien-Ozeanien-Meisterschaft teil. Sie werden auf Rennstrecken in Japan antreten, sowie auf dem weltberühmten Mount Panorama Circuit in Australien. Ihr Ziel ist, in den Top 3 zu landen. Viel Glück da draußen. Wir halten zu Ihnen. Ja, wunderbar. Rein da, würde ich mal sagen. Ab geht die Post. Gibt ja ein geiles Intro, ne? Ja.
Ich möchte nicht sagen, aber ich als kleiner JDM-Fetischist, wie ihr vielleicht über die letzten Folgen ein bisschen mitbekommen habt, dass ich ein starkes Problem habe, mich da zu zügeln. Da ging mir jetzt leicht einer ab. Da muss ich, glaube ich, hier mal kurz eine Pause setzen und mal ganz kurz für mich sein. Also sage ich euch, da brauche ich mal einen kurzen Moment für dich, glaube ich. Das hat sich schon gut angefühlt. Okay. Ja, ist schöne Fahrzeuge. Ja, lecker, lecker. Gut, wir gehen mal kurz rein. Wir haben euch ein Geschenk. Ein Roulette-Ticket, wo wir natürlich wieder einen Scheißpreis bekommen werden. Aber ich dachte, wir drehen es halt trotzdem mal einfach für einen Gag. Irgendwann möchte ich auch einfach mal diesen BRZ oder GT86 da weg haben, damit ich irgendwie mal andere Autos gewinne als immer dieselbe Bumsbude. Oder überhaupt mal diese Bumsbude. Aber ich gewinne natürlich wieder nur 10.000 Credits. Das reicht ja dann auch, ne? Das ist ja auch 5.000 sogar nur. Ja, wunderbar. Ist ja noch weniger als 10.000. Das ist ja dann auch noch viel besser. Dankeschön. Alter, danke für nix, ey. Wow. Ja, wunderbar. Okay, wir gehen mal rein. Ich weiß gar nicht, welche Fahrzeugevorgaben wir haben. Ich habe die Vermutung Japaner. Das hat stark danach gewirkt. Wer kam da denn drauf? So. Straßenwagen, Japan, Südkorea und Nationallizenz. Die haben wir ja schon. Das ist das Gute. Straßenwagen. Alter, okay. Ich habe eine brutale... Alter, wir haben eine Auswahl. Mutter Maria. Oh, wir könnten jetzt mal Scooby fahren. Oh, wir könnten... Ja, wir werden jetzt mal Scooby fahren. Ich bin die ganze Zeit den Subaru nicht gefahren, Leute. Es ist jetzt der Moment, wo ich jetzt den Scubaru rauspacke. Wie gut ist Scubaru? Ja, ich habe ja gesagt, den tun wir noch lange nicht, aber man muss sagen, ein Subaru reizt mich schon sehr, sehr, sehr. Wo ist er denn jetzt? Das müssen wir mal wieder finden. Bin ich komplett los. Wo ist denn der Subaru hin? Hier unten, stimmt. Den haben wir ja als letztes erst eines letzten Autos bekommen. So, der muss auf 600 das Scorp. Das kriegen wir mal locker flockig hin, wieder indem wir exzellent Geld ausgeben. Aber wir fahren eine Meisterschaft. Ich kriege also gleich gut Kohle. Also, fangen sie sich. So, der hat serienmäßig eine Duplex. Heißt, höchstens, wenn ich den Rennausprofil jetzt runterpacke, werden wir gleich wieder einen wunderbaren Bazooka-Intro haben. Dann machen wir das hier auch noch wunderhübsch, weil das ist natürlich geil. Hello Filter auch, weil ist auch geil. Dann Rennbremsen. Machen wir ruhig mal gelochte drauf. Wunderbar. Ist nämlich auch geil. Dann machen wir normale sportweiche Reifen drauf. Das ist auch geil. Und wieder unser typisches, ich schmeiß einfach Gewicht draußen. Das ist auch geil, richtig? Ich denke mal, damit gehe ich relativ gut mit 500. Okay, der braucht ein bisschen mehr Gewichtsreduzierung, damit der ein bisschen auf Gewicht kommt. Holy shit. 597, okay, jetzt haben wir, dankeschön. Oh, Alter, jetzt haben wir 1,1 Tonnen. Ja, moin. Ah, fuck, ich hab's Anti-Lag noch nicht eingebaut, mein Fehler. Ohne Anti-Lag wird hier gar nichts gefahren. Da habt ihr allerdings recht, ist ja lächerlich, ohne Anti-Lag fahren zu wollen. Also hier, rinn damit. So, der Ding muss ja auch rap-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam machen. Und wie wir bei unserem Jahresjahr erklärt haben, habe ich ein leichtes Problem, dass ich wie ein kleines Mädchen kicher, wenn ein Auto Flammen schießt. Ja, da verliere ich plötzlich die Hemmung. So, oh, ich hab Fahrwerk gar nicht eingebaut. Hä? Ah, fuck, Fahrwerk habe ich vergessen. Das anpassbare Fahrwerk. Das Ding sieht ja noch aus wie sonst was. Was ist denn jetzt da? Höhenverstellbares Fahrwerk. Jetzt haben wir einen 604er-Score. Ja, moin, ist doch egal. Hätte ich mir die Gewichte sparen können. Aber jetzt haben wir so ein bisschen den geilen. Jetzt haben wir so ein bisschen den geilen WXSD. Das ist ja auch okay. Ed ist ja auch fein. Ich könnte den Schwierigkeitsgrad der KI-Fahrzeuge auch mal hochstellen. Aber irgendwie bin ich ganz so happy damit, wie es läuft. Weil wir so recht smooth durchs Spiel kommen. So, noch ein bisschen tiefer die Bude. Und dann hier unser fröhliches Anti-Lag einmal an. Dankeschön. Und schon sind wir alle sehr glücklich. So, jetzt werden wir natürlich noch glücklicher, weil wir diesen wunderbaren Wagen umbauen werden. Und wir werden die gleich auf weiß lackieren. Keine Sorge, weil ich habe irgendwie ein Herz für weiße Subarus. Oh, nur 10.000 für eine breite Karosse. Wieder Geld rausschmeißen, da sehe ich mich. Aber das Geile ist, bei der breiten Karosse, das tut dem Wagen wirklich gut. Weil man muss sagen, ich finde bei dem 214er WXSTi, der hat nicht so viel Seitenlinie, der kommt nicht so weit raus mit der Karosse. Und das Breitbau-Kit, muss man sagen, gibt ihm halt ein bisschen mehr Charme. Da muss man auch mal 10.000 ausgeben, um kleine Männchen zu sehen. Nebenbei, das hatte der Michel auch ein sehr gutes Detail gefunden. In diesem Breitgeziel wird ja der 2011er WXSTi Limousine gezeigt. Den gibt es auch momentan gar nicht im Spiel. Also, das Auto, was da breit gezogen wird, ist schön, dass das breit sieht, aber der ist so im Spiel gar nicht existent. Also, ne, nur so als kleine Renninfo, arme Renne dabei. Da gibt man hier schön einfach mal als kleines Leckerbisschen oben drauf, ne? Dass da ein Wagen breit gezogen wird, den es eigentlich existenziell gar nicht im Spiel gibt. Ne? Damit ihr einfach mal auch wisst, was jetzt die Sache ist. Ja, wunderschön. So. So, dann gehen wir jetzt auch natürlich in den Anpackungsteil. Wir müssen natürlich auch Felgen und sowas machen. Da wird dann natürlich auch ein bisschen besser harmonisiert, der Kollege hier. So. Ja, T37er also wäre natürlich. Oh, schön. Ich müsste eigentlich weiß auf weiß gehen. Ja, wir müssen weiß auf weiß gehen, weil ich viel zu sehr Bock drauf. So, Standardgröße, breit. Breit. Boah, das Tiefer von denen ist aber schon geil. Jetzt überlege ich gerade, ob wir den vielleicht auf 19 Zoll hoch machen.
Ja, wir machen mal 19 da drauf. Boah, sieht aber... Ja, er hat nur noch ein schönes Rohr. Das könnte ein bisschen größer sein, aber es sieht auf jeden Fall schon sehr viel nach... Ich scheiße auf Schalldämpfer aus und das ist eine solide Einstellung. So, jetzt werden wir mal gucken, Lackfarbe. Lackierung sehe ich dort, danke schön, Designer stellen. So, machen wir nämlich einmal weiß die Bude. Weil klar, der ist in Blau schön, bla bla bla, ist mir aber relativ latte, ich mache den jetzt trotzdem weiß. So, weiß da, schön. Ja, das ist doch, Alter, was der für eine Seitenlinie, guck mal hier. Also das Whitebody-Kit an dem ist halt wirklich ein Must-Have, Alter. Der hat so viel mehr Hüfte, der Kollege. So, Glanz, ist das Glanz oder ist das matt? Sieht so matt aus, habe ich bescheuert. Wir machen Metallic draus, so. Als nur die Karosserie Metallic, warte, Metallic. Ah, jetzt sieht's besser aus. Dankeschön, muss ich den Rest auch noch machen. Ich weiß, man kann auch Carbon als Lack nehmen, aber ich bin gar nicht mehr so der Riesenfan davon. Aber im Metallic sieht das hier alles schon mal ein bisschen edler aus. So, Aufkleber machen wir keine. Renneroption, Scheibenkeil kommt natürlich. Schön, wunderbar. Oh, nee, Schein, okay, ich dachte schon, es geht plötzlich. Ich war so irritiert, aber es ging dann doch nicht. So, WRX. Wir müssen auch immer noch den GC8 WRX uns holen. Aber der ist momentan wieder nicht beim Gebrauchtwagenhändler. Und wenn der da mal wieder drin ist, wird der natürlich auch gegönnt. Ne, wie sich das gehört. So, einmal raus. Und dann schauen wir nochmal, was wir noch so an Anbauteilen an dieses Kfz dran zimmern können. Ich bin jetzt mal gespannt. Erstmal gucken wir mal die Rennobjekte. Haubenstifte, ja, weiterhin. Abschlepphaken. Da bin ich ja weiterhin nicht der Riesenfan von. Überrollkäfig bin ich weiterhin sehr großer Fan von. Sehr schön. Ich finde auch gut, dass ich jede Folge sage, heute fangen wir an, Geld zu sparen. Es endet komplett wieder im Gegenteiligen. Ich liebe es. Oh, das ist aber eine schöne Lippe. Ja, die wird auch gekauft. Seitenschweller das Ganze auch nochmal. Schön für 1,5. Das ist ein guter Deal. Das sind aber teure Carbon-Ansatzteile. Meine Fresse, da haben wir aber mal richtig schön im teuren Buch gepackt, ne? So ein paar Ansatzteile an die Ecke. Da, statt einen schönen Diffuser zu kriegen. Oh, wir haben auch ganz schön viele Flügelvarianten. Wir haben Standard, wir haben Flügel A, wir haben Typ A. Oh, das sind die vom WX. Der WX in Amerika und sowas hat nämlich, den bei uns gar nicht gibt. Der WX hat immer einen kleinen Ducktail, was nebenbei ziemlich clean aussieht. Aber ich bin halt sehr großer Fan vom originalen Flügelwerk. Obwohl natürlich so ein großer Flügel mit diesen Blades hier auch seinen gewissen Reiz an einem Subaru hätte. Aber ich bin ehrlich, wir werden beim Originalflügel bleiben. Da bin ich einfach ein bisschen konformer mit. So. Glühbirne hell, dankeschön. Nummernschild. Fahren wir entweder versetzt oder clean, ich bin überlegen. Wir fahren clean, wir fahren schön clean. Und Bremssattel machen wir blau. Das wirkt einfach mit dem Volksschriftzug einfach ein bisschen harmonisierender. So, wunderschön. Unser Wagen ist fertig für diese Meisterschaft. Indem ich jetzt wieder unnötig viel Geld da rein versenkt habe. Und ich könnte theoretisch jedes Mal in dieser Meisterschaft natürlich Autos nehmen, die wir schon mal hatten. Aber das mache ich ja für euch. Ich möchte euch ja Abwechslung bieten. Und mich immer noch davon fernhalten, mir irgendwann mal ein Carrera GT, ein R40 oder irgendwelche Autos leisten können, die irgendwie mal Kohle kosten in diesem Spiel. Ja, es ist wunderbar. Na, freut euch drüber. Also ich hoffe, ihr schätzt es auch ein bisschen wert, dass ich mich hier mein Geld und meine zukünftigen möglichen Autos dafür opfer, euch mehr Abwechslung zu bieten. Ich bin schon wirklich toll. So, wir fahren Tokyo Expressway, Fuji und Mount Panorama. Rein da, ab geht's. Meisterschaft. Drei-Rennmeisterschaft. Ich meine, ich glaube, die anderen. Ja, das war die erste Drei-Rennmeisterschaft. Vorher hatten wir immer nur 2 Rennen. Das wird jetzt also ein bisschen dauern, aber na gut. Wir haben ja Zeit mitgebracht. Also hoffe ich, dass ihr Zeit mitgebracht habt. So. Gut. Mit einem Benutzerflügel kann man nichts falsch machen. Ich habe mein Set beim Japanischen Tuner Amuse tunen lassen. Ziemlich cool, finden Sie nicht. Wenn Sie die Rennreifen bei einem Serienmodell nutzen, ist es wichtig, die Aufhängung entsprechend anzupassen. Wenn die Eigenfrequenz 3 Hertz so höher ist, verlieren die Reifen ihre Bodenhaftung. Man sagt üblicherweise, dass die vordere Aufhängung hart sein sollte und die hintere etwas weicher. Wie dieser Supra das Röhren eines seinen 6-Zylinders, hohe Bindungssteifigkeit und schnelles Handling verbindet, man fährt mit einem breiten Grinsen über die Ziellinie. Ja, das ist legitim, das stimmt. Der Kirk Expressway wurde entlang eines ehemaligen Flusslaufs gebaut. Haben Sie das schon etwa gewusst? Nein, aber danke für diesen Hinweis. Ich habe früher stundenlang Motorsport geschaut. Selbst nachdem die Rennen vorbei waren, habe ich mir immer wieder die Wiederholungen angesehen. Eine gute Möglichkeit, Ihre Fahrtechniken zu verbessern, ist, sich Wiederholungen anderer Fahrer anzusehen. Okay, vielen Dank. Gut. Gehen wir rein in diese schöne Meisterschaft mit unserem wunderbaren Scooby-Dooby-Doo. Da ist unser Kleiner. Oh, Drehmomentverteilung. Oh, 40, 60 Heck. Okay, das geht ja geil, dass das standardmäßig einstellbar ist. Beim Evo 6 muss ich das nämlich nachrüsten, aber schon beim Subaru kann man das ja vom Werk aus einstellen. Oh, Alter, ist der Boxer am Schreien. Holy fuck. Das finde ich aber leicht sexy. Oh, plöppelt auch schön. Hoppala, und Grip haben wir auch. Grip haben wir auch, würde ich mal behaupten. Grip ist auch am Start, liebe Leute.
Es ist eine Folge nach der anderen, wo ich nur fremdes Grinsen in der Fresse habe und mich die ganze wie so kleines Mädchen hier am Rumkichern bin. Es wird einfach Folge zu morgen einfach nicht schlechter. Es wird einfach nicht schlechter. Hoppala. Schön mit dem Allrad Powerslide hier. Aus der Kurve raus, Junge, mach Platz da jetzt. Ab geht's. Party, rein da. Bisschen langsam, bisschen schnell. Obwohl, er ist sehr agil. Der kann man schön, man kann schon ein bisschen mit der Hinterachse mitlenken. Das ist ganz angenehm an sich eigentlich. Es geht. Oh ja, yeah, hier im Tunnel sieht man auch die Flammen wieder schön. Komm schon. Alter, wir müssen auch noch einen R33 haben. Guckt euch mal, wie der R33 hier breit einfach aussieht. Boah, Junge, ist das ein Raumschiff? Holy shit, ist es ein Raumschiff? Oh, man kann nicht so schön Allrad Powerslide. Es ist ja so schön. Es ist ja so schön. Oh, macht das Spaß, ey. Da kriegst du richtig Grinsen in der Fresse, ey. Ah, es ist schön, ey. Ich habe so viel Spaß in diesem Spiel, ne? Einmal ein bisschen anstellen, das Teil. Wir sind aber gut am Kuscheln hier, ja, die Jungs, ne? Hoppla. Ja, ich bin auch ein bisschen mit der Mann am Kuscheln, dann baue ich so. Das ist genauso bei euch, ist sicher down it. Ich muss irgendwo mal eine Lücke haben bei ihm, das kann doch nicht sein. So, ein Z haben wir auch. Guten Tag. Oh, Junge, dröhnen. Oh, ja, jetzt wird es ein bisschen kuschelig hier. Jungs, ich bräuchte mal hier die Lücke. Die sagen, da sind ja hier Subi-Brüder, ne? Weißt Bescheid. Da kannst du doch mal gerade mal ganz kurz die Tür auflassen, ne? Weißt du Bescheid. Ich komme hier nicht durch. Mensch, das sind wir auf der deutschen Autobahn hier. Ich auch so rumsliden oder was? Oh, ja. Komm. Hochball. Nein. Oh, Gottes Namen. Hab's gleich. Scheiße. Voll übertrieben. Okay, da wollte ich ein bisschen zu viel Power sliden. Es tut mir leid, Leute, es hat sich zu sehr eigen angeboten. Es war nicht mal absichtlich. Oh! Ja, ich könnte es definitiv auf 50-50 stellen, aber das nimmt natürlich ein bisschen den Spaß raus, ne? Wir lassen es mal, wie es ist. Darf ich mal? Danke. Oh, das klappt außenrum nicht. Ja, war klar. Aua. Jetzt aber. Komm. Zieh. Sehr schön. So. Gut, letzte Runde müssen wir uns dann auf jeden Fall noch auf Siegeskurs begeben. Diese Strecke ist halt so kackeneng, ey. Jungs, Lücke machen jetzt hier. Lass den Subaru durch. Mensch! Es ist ja, ey, es ist ja nicht auf der deutschen Autobahn wirklich. Du kommst hier nirgendwo durch, Mann, ey. Ich bin neben dir, ey. Ich wollte gerade sagen, jetzt wird's aber frech hier langsam. So. Und den Erik 7 mal. Scooby Power. Gut, damit sind es auch drei Kollegen vor uns. Valerio Gallo, ja, wie gesagt, super netter Dude. Den muss ich jetzt leider hier aufschnupfen, es tut mir sehr leid. Außerdem war die falsche Fahrzeugwahl, er fährt Honda und nicht Subaru, also dementsprechend, ja, was willst du machen? Er ist halt das Hauptpunktmal verloren, Leute. Hauptpunktmal ist da verloren. So, schöne Windschatten ran, komm, zieh, Scooby, zieh.
Ich sage es ja, die Auspuffanlagen sehen auch je nach anderer Version anders. Es gibt ja noch einen Sportauspuff und einen Semi-Rennauspuff und sowas gibt es ja noch. Die sehen auch immer noch anders aus. Also das ist nicht beim Rennauspuff meistens nur ein Rohr und so krass umgebaut. Boah, das Ding ist aber sexy. Alter, ist der geil. Der sieht gut aus. Doch, Geschmack ist trotzdem da. Also die Auspuffanlagen sehen natürlich je nach Ausbaustufe anders aus, die ich euch natürlich gerne zeigen würde. Leider müssen wir ja wohl alle eingestehen, dass die Rennabgasanlage mit Rennauspuffkrümmer halt einfach am geilsten klingt. Es ist halt einfach ein Popcorn-Gewitter und man kann einfach nicht gegen Popcorn sein. Es ist halt, wie es ist. Ich würde es euch ja gerne anders erklären, aber damit würdet ihr einfach falsch liegen. So, jetzt sind wir auf jeden Fall dran. So. Normalerweise geht es die 8WX hier noch vor uns. Einmal kurz auf dicke Hose gemacht. Sorry, Leute, musste sein. Uiuiui, Dicker, ich bin doch auch noch da. Mein Presa Coupé aus der Generation mittlerweile so teuer, weil war ja die einzige Generation, wo Subaru nur zwei Türen hatte. Wo es halt wirklich ein richtiges Coupé war und keine Limousine. So, auf der letzten Kurve noch geholt hier, so muss das laufen. Klingt es im Innenraum auch so gut? Es klingt auf jeden Fall nicht schlechter, würde ich mal sagen. Im Innenraum klingt es auf jeden Fall nicht schlechter. Ja, sehr gut. Das gefiel mir sehr angenehm. Ja, mit dem Rennanzug ist schon nice. Doch, doch, doch. Mit so einem eigenen Rennanzug. Ja, auch mit dem Helm, das ist schon cool. Also Dankeschön, vielen Dank für dieses wunderbare dieses Anzugdesign. Also wie gesagt, tobt euch gerne aus. Designs und so werden auf jeden Fall zukünftig immer mal wieder gerne genutzt. Es kann sein, dass ich natürlich dann nicht immer direkt in der ersten Folge zu dem Auto nehme. Das kann passieren, ne? Aber wenn wir Multiplayer zocken oder der Wagen nochmal wiederverwendet werden sollte. Ich mache ja auch in der Zeit, wo ich mal nicht zocke, bin ich immer mal wieder am Durchgehen. Und verpasse Autos, die wir schon mal gefahren haben, noch nachträgliche Designs. Also dementsprechend, wenn wir die dann nochmal fahren sollten, kann das mal gerne passieren. Wie gesagt, der Jahres wird hier noch ein wunderbares Castrol-Design bekommen. So, es geht zu Fuji Speedway. Lange gerade mit sehr viel Vollgas. Na gut. Ja, Michael Hisal und ich sind vielleicht die beiden größten Subaru-Fans, die in diesem Wettbewerb fahren. Das bezweifle ich hart. Er ist ein Fahrer, den ich sehr respektiere. Na gut. Ich komme gerade vom Autotuning zurück. Das Tuning habe ich in Film und Anime kennengelernt. Es geht doch nicht so über ein Auto, dass man nach seinen Vorlieben gestaltet hat. Es macht so viel Spaß. Das stimmt, ne? Der Valerio hat recht. Die erste AB-Prüfung, für die ich Ausbilder bin, findet auf dem Spielstart schon ausprobiert. Die Lexus RCR, den Sie in der Prüfung fahren, ist tatsächlich mein Auto. Er fährt sich gut. Ich bin ehrlich, wenn du das Video von mir gesehen hast, doch, es kam schon im Video. Ich fand den RCR von der Strecke scheiße. Tut mir leid, fand ich kacke. Bin einfach mal ehrlich mit dir. War nicht so ganz meins. So, ruhig schon ein bisschen dunkeln. Das Schöne ist, man sieht unter Rampampampam Flammen viel besser. Sind die kleinen Dinge im Leben, die einer freuen können. Oh, schön raus hier. Allrad regeln, Allrad regeln, Allrad regeln. Easy, ab geht's. Durch da. So, gucken wir, ob die Kurve jetzt besser geht als mit dem RCF. Der kam ja nicht richtig ums Eck. Hoppala. Easy going hier, durch da. So. Ja, Allrad ist natürlich schon ein großer Vorteil, muss man einfach sagen. Ich komme halt einfach viel schneller aus den Kurven raus. Man muss da auch nicht so viel drauf achten. Und wie gesagt, dieses Driften, was der Wagen hier macht, oder das Powerslide, das könnte ich ja auch noch eingrenzen, indem ich meinen Diff weiter nach vorne verstelle, also eher auf eine 50-50-Verteilung gehe. Aber davon sehe ich ja selber ab, einfach aus Spaßesgründen. Und ich möchte den Wagen ja so leicht Powerslide durch die Kurve bewegen und mal einmal ganz kurz den Acker ummähen, unglücklicherweise. Skyline ist halt schon maximal sexy, Alter. Die Breite ist halt schon gut und der schießt auch Flammen vor allem. Das kann man nur gut finden. So, darf ich mal? Dankeschön. So, jetzt geht's auf die lange Gerade. Ich bin mal gespannt, ob wir
guten Topspeed haben oder nicht. So, jetzt hier ein Tag des 350Z ranziehen. Ab geht's. Sehr schön. Ja, ein bisschen Topspeed haben wir. Ein bisschen Speed haben wir auf jeden Fall. Ein bisschen Tempo ist auf jeden Fall am Start hier schon mit 240. Da geht die erste Kurve und Hüschel den Bremspunkt so vollkommen fast schätzen. Ich hab's ja angekündigt. Ne, ui, da war ziemlich smooth. Hoppala. Der Bremspunkt war relativ smooth. Der war on point. Ui. Das ist schon traurig, wenn man von sich selbst beeindruckt ist, wenn man mal keinen Fehler macht. Das ist schon nicht unbedingt gut. Ja, aber den GT8 WXSD und den 22 PS sind beide Autos, die auf jeden Fall noch in unsere Sammlung gehören. Außenrum mit einem Power Slide. Wow. Falls sich jemand fragt im Nachhinein, ja, das wollte ich genau so. Ich wollte exakt, dass das so noch irgendwie gut geht. Das war genau in meinem Plan. Alles andere sind freche Unterstellungen. So, sind wir doch schon mal dran. Eine Runde haben wir eh noch. Wir haben also noch hier genug Spielzeit mit den beiden. Mal gucken, dass ich irgendwie vorbeikomme. Ja, bisschen weit. Scheiße. Bisschen fatal mit dem Kurvenausgang. So, jetzt aber Windschatten und dann wird jetzt vorbeigeflogen. Obwohl die GR Supra, denke ich mal, auch einen recht guten Topspeed haben sollte. Wir kommen ein bisschen besser raus. Aber wir catchen jetzt beide den GC8 WX. Komm, Supra, komm mit Fliegen. Sehr schön. Da kommt das Überholmanöver. Wir sind spät dran, ne? Ja, bisschen ist gut. Diesmal habe ich mich war ich zu sehr auf den Gittermann konzentriert. Scheiße. Wo ist er denn? Haha, moin Jungs. Allrad regelt. Der macht schon Bock. Alleine klangtechnisch macht das schon was her. Und wie gesagt, Powersliden kann man ihn auch ganz angenehm. Das funktioniert auch ganz gut. Also ich meine, hilft natürlich überhaupt nicht für den Fortschritt dieses Rennens bei, aber macht halt Unmengen an Spaß. Und ich meine, wir sollen ja auch Spaß haben. Wir sind ja immer noch ein Spiel, ne? Natürlich ist der Real Traffic Driving Simulator, aber auch, ich habe auch sehr viel Spaß hierbei. Ja. Wenn man gerade so niedrig eingestellt ist, dass er dann doch noch ein bisschen Scheiße bauen kann. Ja, ich müsste die KI-Schwierigkeitsgrad, glaube ich, mittlerweile noch ein bisschen hochregeln. Ich habe halt wirklich gedacht, die mittlere Stufe wäre vernünftig. Aber wir werden, glaube ich, ab der nächsten Folge mal eine Schwierigkeitsstufe höher geht. Das kann man Gott sei Dank nachträglich nur einstellen. Dass wir da noch ein bisschen mehr Arbeit haben, auch ranzukommen. Weil ich kann mir noch viel zu viel Scheiße erlauben und gewinne den Bums ja trotzdem, ne? Was angeht natürlich ist für den Progress, ne? Weil wenn ich irgendwie Stellen habe, wo ich hängen bleibe und wenn ich mal verliere, liegt es wirklich daran, dass ich maximal Scheiße gebaut habe. Aber na gut. So, da ist der Sieg. Nice. Aber er muss sagen, er macht sehr Bock. Der WXSD macht schon sehr, sehr Böcke. Schon ein sehr geiles Kfz. Ja, kein fehlerfreies Rennen. Das sollte ich eigentlich mir mal angewöhnen, weil dann würde ich auch mehr Geld bekommen. Aber es war jetzt eher mehr der Plan von, ich habe sehr viel Spaß. Ich gebe Gas. So, weiter geht's. Letzte Rennen. Es geht nochmal nach schönen Australien. Auf Mount Panorama. 3 Runden ist da auf jeden Fall eine Ansage. Na gut. Aber macht Bock die Strecke.
sind wir letzte Folge auch gefahren. Genau, mit dem Gayara sind wir hier gefahren. So, Takuma Miyazono aus Japan und ich sind vielleicht die beiden größten Baros-Wettbewerbsfähigkeiten. Ich hoffe, alle Zeit ist dein Teamkollege zu sein. Okay, den Satz, den heißen, das habt ihr voneinander geklaut, Digga. Nach diesem Rennen möchte ich für eine Weile nach Brasilien zurückkehren. Okay, gut. Okay. Ursprünglich stamme ich aus Melbourne, Australien. Das ist eine aufregende Stadt, sehr Multikulti. Das liebe ich. Auch wenn die Winter verdammt kalt sind. Mount Panorama ist eine australische Strecke, auf die wir alle sehr stolz sind. Manchmal hoppen sogar Kängurus auf Strecke, also halten sie die Augen auf. Ja, kleines Easter Egg, es hoppen Kängurus neben der Strecke rum. Das gibt's hier und da, gibt's die zu spotten, ich glaube auf dieser langen Geraden. Also dieser langen Rückgeraden. So. Aber wieder schöne Dämmerung. Das Spiel möchte einfach, dass ich mit meinen Auspuffflammen Spaß habe. Finde ich sehr sympathisch. So. Schöne Windschatten hier vorbei. Wir haben halt Leistung. Auch nicht zu knapp, um ehrlich zu sein. Und ich habe halt alles handling-technisch optimiert. Ne? Wir haben bessere Reifen, wir haben besseres Fahrwerk, wir haben bessere Bremsen. Der Vorhang funktioniert halt im Allgemeinen einfach einfacher und besser. Das ist ja an sich ganz praktisch. So, mal gucken, wo wir hier eine Lücke finden. Was hier oben im Mount Panorama gar nicht so einfach ist, weil ist halt auch nicht so breit die Strecke. So, einmal außen rum. Ja, leider, aber die beiden Genesis-Fahrer, die beiden Hyundai-Fahrer hier, ne? Wie sieht's aus? Darf ich mal? Dankeschön. Hopp, darf ich mal? Boah, in den Durch da. Hoppala. Kleinen Power-Slide. So, jetzt geht wieder den Berg runter. Die Top 10 sind wir schon mal rein. Ich mag diesen Bergabschnitt, ne? Der macht so Bock, wenn man die Kurven schön bekommt, sich so richtig geil in die Scheitelpunkte reinfallen lassen kann, dann gibt es so einen richtig geilen Flow. So, Rückgerade einmal fliegen lassen, damit wir möglichst viel Abstand wieder zurückholen. Weil da vorne sind schon ein paar ausgerissen. Die ersten drei, die haben schon mal ein bisschen, ja, sich da rausgefahren. Und das müssen wir natürlich auf jeden Fall gleich mal ändern. Ja, das geht ja so nicht. Ob jetzt außen rum vorbeikommen. Yes, da kommen wir. Wunderschön. Jo, moin. Wir können nicht alle am R33 vorbei. Das geht nur nacheinander. So. Das haben wir schon mal. Das ist schon mal gut verlaufen. Erste Runde haben wir. So, Platz 7 sind wir schon mal rein. Fahren wir so richtig in die Nacht rein, kann das sein? Es kann sehr gut sein, dass wir sogar ein bisschen in die Nacht reinfahren. Das wäre natürlich sehr, sehr geil. So. Einmal auf den Michael Hesar hier dem Subaru-Kollegen aufholen. Oh, vielleicht außenrum? Oh ja. Das hat sogar erstaunlicherweise funktioniert. Oh ja, es wird auf jeden Fall Nacht. Wir sehen, wie unser Wagen jetzt schön angestrahlt wird. Wir sehen auch jetzt den Metallic-Lack sehr, sehr schön. Der Wagen glitzert so schön, wenn die Leute den Scheinwerfer das Fahrzeug anleuchten. Boah, okay. Die Reflexion auf dem Lack, das ist schon sehr geil. Aber grundsätzlich Lichteffekte und so kann Gran Turismo 7 schon sehr brutal gut. Es ist wirklich sehr krass. Also Licht und sowas, das sieht schon wahnsinnig gut aus. Außenrum, easy. So, gucken, was wir auf der Gegengeraden jetzt gleich anrichten können. Ob wir da vielleicht schon die ersten beiden catchen können. Der haben wir letzte Runde schön freien Flug.
Ich meine, dran sind wir auf jeden Fall. Wenn wir uns jetzt noch vernünftig in den Windschatten hängen, dürfte das doch was geben. So, jetzt schön Windschatten rein und dann einfach hier schön durchladen. Sieht so geil, wie natürlich diese Flammen einfach aussehen, ne? Komm, Supra, zieh. Jetzt schaffen wir zusammen. Vollgas, komm. Gas. Mach Platz da. Das geht voll, das geht zusammen. Durch da, yes, sir. Ja, da war ich ein bisschen motiviert. Ist ein Rallye-Auto, das muss so. Opa. Alles gut, hab's im Griff. Ja, moin, Digga. Danke für... Mach da einfach die Linie dicht. Aber ja, es wird noch ein bisschen dunkler. Finde ich gut. Ja, vor allem, wenn du so aus dem Vollgasstück runterkommst und dann zurückschaltest. Ey, das ist gefühlt ein Flammenwerfer gebaut hier. Ich wollte sagen, mit Straßenzulassung, aber nein, das hätte in Deutschland keine Straßenzulassung mehr. Das würde sehr viel Stress geben. Ja, aber wir werden nächstes Mal. Bis zur nächsten Folge werde ich auf jeden Fall die Schwierigkeit gerade ein bisschen hochgeregelt haben. Dass das ja einfach passt. Den werde ich einfach nochmal anpassen. Weil ich glaube, ich habe auch für die Herausforderung nicht ganz so verkehrt. Es ist mit. Ich möchte noch Nachtrennen fahren. Guckt euch das an, Junge. Es ist so schön. Es ist so schön. Ja, das Museum ist das schönste Spiel, Rennspiel in der Nacht jetzt, offiziell. Ich mag ja, wie natürlich diese Flammen rüberkommen, ne? Vor allem bei Gangwechsel, dass nochmal dieser Druck in der Abgasanlage kommt. Das ist schon nice. Okay, jetzt haben wir es mittlerweile aber auch stockfinster bald, ey. Es ist... Schön rein, wunderbar. Der Subaru fährt sich auch 1A. Ich fand den Yaris noch einen Tacken geiler. Und der R32 fährt sich auch noch ein bisschen smoother. Aber er fährt sich auf keinen Fall schlecht. Junge, ey. Das ist wie mir Flammen, ey. Gefühlt schmeiße ich ganze Feuerwehr hinten aus dem Heck raus. Das dürfte jetzt gleich wieder richtig eklig aussehen, wenn wir gleich an die Kurve da aus Vollgas anbremsen. Dann ist hier richtig Flammenwurf angesagt. Aber schön hier in der Nacht, ne? Boah, wie gut diese Lichtquellen einfach aussehen. Boah. Boah, schön. Es hört einfach nicht mehr auf. So, ab in die letzte Kurve mit unserem schönen DXSTI. Guckt allein, wie das hier jetzt gerade in dieser Boxenmob in Reflexion auf dem Lack aussieht. Boah, das ist schon wunderschön. Es ist schon ein verdammt schönes Spiel, Gran Turismo 7. Das ist wirklich so. 25.000 Gas. Jetzt bin ich mal gespannt, was wir als Abschlussprämie bekommen. Ein Rolex-Ticket, das drehen wir gleich auch noch. 50.000, ja gut, okay. Gut, jetzt sind wir schon mal über 300.000. Oh, und nächstes Mal geht es um beim Café wird es dauer um die BMWs gehen, weil hier, Ah, ein M346. Jo, nehme ich an. Wenn wir die anderen beiden auch noch auf Dauer bekommen, nehme ich das ab. Hä? Nochmal? Ich glaube, ich habe das Spiel kaputt gemacht, oder? Muss das so im Hintergrund? Nochmal? Ich glaube, ich habe das Spiel kurzzeitig kaputt gemacht. Wir haben es wieder. Wir leben wieder. Ich darf schon so. Ich darf noch einen auswählen. Ja, okay. Ich meine, zwei BMWs sind besser als ein BMW. Aber, nee, es war nur ein BMW. Die Karten kamen nur aus Versehen nochmal. Na gut. So, wir haben jetzt den M3 gewonnen, nice. Den E46. Ich schätze mal, dass das auch dann die höchste die nächste Meisterschaft werden wird. So, bevor. Ja, wir gehen erstmal ins Café und danach kümmern wir uns um das Roulette-Ticket noch. Gut, aber sie haben die Asien-Ozeanien-Meisterschaft gewonnen. Ich habe ihre Belohnung für sie parat, greifen Sie zu. Red Bull Ring, Dragon Trail und der Nürburgring, nice. Und ja, das nächste Menübuch ist M3. Ist das dann auch der M4 dabei? Ja, bleibt im. Ne, da ist der M4 zum Beispiel nicht dabei. Der hätte uns gar nichts gebracht. Der hätte uns für unser Menübuch gar nichts gebracht. Der wäre irrelevant gewesen.
Na gut, was ich mal ganz kurz gucken will. Nürburgring Weltstrecken heißt Nürburgring, Nürburgring Grand Prix Kurs oder Nürburgring Nordschleife auch. Dann hätten wir... okay, drin. Ja, okay, es ist geil, es ist komplett geil. Okay, cool. Das ist nice, wir haben die Nordschleife endlich frei. Da müssen wir eigentlich mal eine Nordschleifenfolge machen, eigentlich rein technisch. Müssen wir mal gucken, ob ich das mal dazwischen schiebe. So, wir haben Roulette-Ticket, das drehen wir mal gerade schnell. Eigentlich müssen wir jetzt eine Nordschleifenfolge machen. Da müssen wir eigentlich mal ein Nordschleifenrennen fahren. Ich gucke mal, vielleicht schiebe ich das nächste Folge mal dazwischen. So. Wäre eine schöne Option. Ich hätte mir einen Goldbarren. Den will ich eh nicht bekommen, aber ich dachte, ich sag's einfach mal so. Einfach random in den Raum geworfen. Das wird elendig wenig Kohle sein. Ja, 5000. Fuck off, Alter. Na gut, ich würde aber sagen, ich bin raus für die heutige Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst ganz gerne einen Daumen da oben da. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Haut rein, bis dann und tschüss. Yeah, I got skills, do it for the thrill. I'm on a paper route. Extra, extra, read about it. I'm today's trying to tap it. I put commas over bullshit. Yeah, I put that on mamas. They trying to black on my blessings. They thought I lost a stepping. I bet on me and my team.